Hey Leute, willkommen wieder zu Dragon Quest 7. Wir sind hier beim Räuberlager, ja, und wir werden dafür sorgen, dass diese Räuber nicht länger die alles neue Abtei belästigen hier. Hier gibt's noch ein Fragment und das werden wir natürlich uns schnappen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir wieder zu einer neuen Insel aufbrechen können, ja. Mal sehen, ob wir tatsächlich kämpfen müssen oder nicht. Naja, ich würde mal sagen schon, oder? Mal sehen. Sucht ihr zufällig nach dem Wasserbanditen? Tja, stellt euch vor, ihr habt ihn gefunden. Sicher, mir mag es vielleicht an körperlicher Größe mangeln, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich hier das Sagen habe. Also ich nehme an, ihr seid gekommen, um euch mit dem Banditen anzulegen und ihnen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Stimmt's? Ausgezeichnet, dann mal los. Okay. Der harte Kern erscheint. So hart sieht er gar nicht aus, aber naja. Mal sehen. Muss erstmal schauen, was ich wieder mache, ey. Wir haben so viel Zeugs. Oh Gott. Eieieiei, Leute. Das ist wieder der Hammer hier. Aber mal schauen, das ist so ein richtig starker Angriff auf einen, ha? Mach mal was Teufelsbeil, das muss, glaube ich, ganz gut sein. Maribel könnte eigentlich irgendeine Fähigkeit benutzen, ne? Mal sehen. Wunderpunkt vielleicht. Kniekracher. Ja, das klingt doch auch heftig. Mal sehen. Und du benutzt mal die Windsichel. Okay, das waren nur 20. Das sind aber 40. Okay, zwei Angriffe hat er immer. Kein Schaden, echt? Was? Naja, weil es heißt, alles oder nichts, ne? Kleptoklopper kann man auch mal probieren, warum nicht? So, natürlich, du hast mit offensiven Sachen eigentlich eher deine Probleme, ne? Und so oder so, heil doch lieber mal Chris hoch, ne? Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Muss verschiedene Sachen einfach mal ausprobieren. Ja, Verwirrung ist interessant. Probier das mal. Wumm, hä? Ja, da hat doch ein bisschen was drauf. Kleptoklopper. Geklaut hat er jetzt anscheinend nichts, okay. Drachenhieb. Ich will das einfach alles mal testen, ja. Damit ich einfach mal sehe, was kann eigentlich was. Ich glaube, das ist mal ganz gut, sich so ranzutasten, ja. Sag mal, du hast doch auch die heilende Hymne, ne? Ja, perfekt. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Schwupp. Schwupp. Ultimative Klinge. Nicht genug MP, wow. Haben wir wohl Glück, dass er vorher schon was benutzt hatte. Oder hat er allgemein nicht genug MP dafür? Keine Ahnung, man kann ja auch MP absaugen, das wäre echt ganz gut. Vielleicht könnte das in Zukunft auch ganz gut sein, ich weiß nicht. Maribel müsste die Fähigkeit haben, dass er MP absaugen kann mittlerweile. Ich habe jetzt auch gar keine Stärkung und so benutzt. Was nehmen wir als nächstes? Das ist schon irgendwie spannend, was man hier so alles auswählen kann, ne? Vielleicht echt mal den Merkurstoß. Du kannst jetzt eigentlich tatsächlich mal offensiv vorgehen. Nutz mal Knack. Außerdem wissen wir auch nicht, welche Schwäche er hat, weil es gibt ja jetzt auch durchaus Resistenzen und so. Und jetzt wird es nämlich mal interessant, weil davor hatten wir ja nur Feuerzauber, jetzt haben wir auch Eiszauber und so und sogar Donner und so Zeugs. Also das wird schon nochmal spannender, glaube ich, was das betrifft. Furchtbare Faust. Das können wir auch mal benutzen, warum nicht? Schneller als ein Wirbelsturm. 23. Oh, Knack ist gut. 57. Bam! Wow! Jetzt weiß ich, was ich benutze. Okay. Ich glaube, wir bleiben da. Nein, Quatsch. Du kannst auch, ich weiß nicht, mit... Ja, was machst du? Du hast doch auch wahrscheinlich, die heilende Hymne. Perfekt. Dann bleibe ich jetzt bei Knack und bei dem, was ich gerade benutzt habe, die furchtbare Faust. Das war ja heavy, ey. Kann er nicht so viel machen. Oh, okay, aber das ist wohl ähnlich wie dieses Teufelsbeil, ne? Auf der anderen Seite. Ach, weißt du was? Aber du kannst es auch nochmal probieren mit dem Teufelsbeil. Warum eigentlich nicht? Trefferquote ist halt nicht gut, aber wenn man trifft, dann aber richtig, ne? Ja, Wumm benutzt er mal wieder. Boah, das ist heftig, ey. Schade, das hier klappt irgendwie nie so wirklich.
Weißt du was? Du benutzt nochmal die heilende Hymne. Und du machst dasselbe. Das Praktische daran ist nämlich, dass die an sich halt einfach nichts kostet, ne? Und wenn jetzt zum Beispiel alle heilende Hymne machen, dann kann ich mich um 60 hochheilen. Oh, super. Boah, kriegt man viele Erfahrungspunkte. Richtig krass. Moment, das reicht. Ich hab bewiesen, wie stark ihr seid. Lasst mich euch etwas erklären, bitte. Danke eins nach dem anderen. Hier, das ist für euch. Ein gelbes Fragment. Wer hätte das gedacht? Haha. Sehr schön. Grisel, das gelbe Fragment. Ich habe lange auf jemanden gewartet, der das Fragment würdig ist. Es soll nämlich von einem schwächeren Krieger an denjenigen weitergegeben werden, der sich als der Stärkere erwiesen hat. Ich habe keine Ahnung, wie und wann diese Tradition entstanden ist. Naja, das stimmt nicht ganz. Meine eigene Theorie dazu habe ich schon. Ihr kennt doch bestimmt die Legenden, denen zufolge der Dämonenkönig vernichtet wurde. Nun, ich glaube nicht, dass er tatsächlich eliminiert wurde. Zumindest nicht vollkommen. Und jetzt versucht jemand uns mittels dieser Tafelfragmente vor der heraufziehenden Gefahr zu warnen. Mir ist klar, dass alles... muss für euch klingen wie das Geschwätz eines Verrückten, aber ich bitte euch, behaltet im Gedächtnis, was ich euch erzählt habe. Wie auch immer, die Verantwortung für das Fragment tragt nun ihr. Entweder gebt ihr es an jemanden weiter, der stärker ist, oder ihr verwendet es für nun ja, was auch immer der eigentliche Zweck ist. Und falls die Erwähnung des Dämonenkönigs euer Interesse geweckt hat, solltet ihr die Insel im Osten besuchen, auf der sich ein Ort namens Reckenreuth befindet. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann, leben dort die Nachkommen der legendären Krieger des Allmächtigen. Und wenn irgendjemand euch etwas über den Dämonenkönig und die große Gefahr, die unsere Welt droht, erzählen kann, dann sie. Okay, wie auch immer. Gut. Ich habe meine Pflicht erfüllt, Zeit wieder zur täglichen Routine des Raubens und des allgemeinen Banditentums zurückzukehren. Und wir wollen ihn nicht aufhalten oder so. Okay, gut. Und dieser dunkle Kultist da macht auch einen sehr freundlichen Eindruck. Alles super, gehen wir einfach wieder. Wir haben das Fragment, was wollen wir auch mehr, ne? Oh Mann, ey, ich weiß auch nicht. Das kommt mir wieder so idiotisch vor. Ich meine, das macht man doch nicht, oder? Ich meine, dann würde dann schon die Banditen gar ausschalten. Oh, der jetzt vielleicht einen nützlichen Hinweis hatte. Oh, du hast einen nützlichen Hinweis, okay. Ach, egal. Dann bedräng nur die Leute weiter und raub alle auch weiter. Das kümmert uns da nicht mehr. Ey, wir haben unser Fragment, super. Hui. Was für ein Quatsch, ey. Ja, manchmal, ne, manchmal... ist das mit der Logik immer so eine Sache? Teleportation wollte ich auswählen, so. Damit wir mal die gelben Fragmente einsetzen. Ach ja, da wären wir mal wieder. Wie üblich. Na? Dieselbe Prozedur, aber mal sehen, was uns diesmal so erwartet. Und ich bin sehr zuversichtlich. Unser Team scheint stark zu sein. Ich glaube, wir haben einiges auf dem Kasten momentan. Ja, ja, wählen wir die gelbe Säule aus. Ja, gleich am Anfang, okay. So, mal schauen, was wir so alles einsetzen können. Also das in der Mitte sieht schon ziemlich weit aus. Ja, natürlich. Aber wir haben mehr als diese Fragmente. Vielleicht wäre es noch ganz interessant, erstmal zu schauen, was wir noch einsetzen können. Deswegen gehe ich mal kurz zurück, weil sonst landen wir direkt wieder auf dieser Insel. Bin mir jetzt gar nicht sicher, mal sehen. Dafür haben wir nichts. Unten hatten wir schon angefangen. Uiuiui, das ist aber komplex. Ah ja, okay, dann wird das auch das hier sein. Nein, 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 setz ein. Ach so, direkt hier. Okay. Okay, da fehlen uns also drei. Interessant, okay. Ja, dann vervollständigen wir in die Mitte. Ich glaube nicht, dass wir fürs andere auch noch was haben. Aber auf jeden Fall, sehr schön. Das sieht mir auch nach einer echt großen Insel aus. Mit so einer richtigen Flussteilung und so. Spannend. Ja, ist wirklich eine große Insel. Also... oh, eine Wüste? Ja, das ist ja mal was ganz Neues hier. Nicht schlecht. Sieht man gleich ein paar neue Gegner. Da oben ist nur ein Schloss. Vielleicht gehen wir mal ins Schloss. Ui, neues Gebiet. Es wird spannend. Der Wüstenpalast, aha. Das scheint dann gleich schon ein Tempel zu sein. Interessant. Man da irgendwie rein? Wahrscheinlich nicht so einfach, ja? Ah doch, hier gibt's irgendwas. Soll ich da schon rein überhaupt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir das schon tun sollten, ehrlich gesagt. By the way, aktiviere ich mal die heilige Schutzaura. Kann ja nicht schaden. Was? Achso, Quatsch. Nicht die brauchen wir, sondern wir brauchen ein sicheres Geleit, oder? Nee, nee, doch. Das war schon richtig. Ach, gibt's ja gar keine Monster oder was? Ach so.
Okay. Das ist überraschend, da draußen alles voller Monster war. Wir sollten uns auf jeden Fall nochmal heilen, bevor wir irgendwie weitergehen. Das könnte sonst ein bisschen kritisch werden hier drin, ich weiß nicht. Ja, ich sollte echt dafür sorgen, dass Maribel wieder unsere Magierin wird, weil sie hatte eigentlich echt viele MP, ne? Und so hat ja echt nichts, ne? Das, ah, nein! Verdammt, jetzt habe ich mich verklickt. MP raushauen, super. Läuft. Hier ist ja alles kaputt, aber heißt das dann, jemand hat das alles kaputt gemacht? Vermutlich. Ich weiß ja nicht. Na? Ah, sieh mal einer an, ja. Hier ist also tatsächlich... Also es wurde tatsächlich von Menschen bewohnt. Interessant. Hier wird es aber sicherlich doch auch irgendwo Antworten geben, oder? Was ich interessant finde, unser Radar zeigt gar nichts an. Aber es gab ja irgendwo noch so ein kleines Dorf, also sollten wir da dann vielleicht hingehen. Hier ist echt nichts, aber hier sind Bücher. Ein Buch mit dem Titel Die großen Geister. Der große Geist der Erde wacht über alle, die in der Wüste leben. Er ist ein wohlwollendes Wesen, das für Frieden und Sicherheit sorgt und das uns lebensspendendes Wasser schenkt. Wir, die wir diese Wüste unser Zuhause nennen, dürfen nie vergessen, wer es ist, dem wir unser Leben verdanken. Hier ist nichts Interessantes. Gibt's hier noch was? Die Sage des wahren Helden. Seit dem Tag, an dem die Welt erschaffen wurde, gab es unzählige Helden, die den Kampf für die gute Sache geführt haben. Doch unter ihnen gab es einen, der alle anderen an Stärke, Weisheit und Ehrenhaftigkeit übertraf. Der Name dieses mächtigen Kriegers war Ritter Roland. Sein Name war bekannt in Stadt und Land, in jeder Ecke jedes Reiches. Okay. Auch gut zu wissen. Vielleicht existiert er ja auch noch in der Vergangenheit. Who knows, ja? Oder zumindest ein Nachfahre von ihm. Dann wohl er. So, das mag ich immer. Dieser Exploration-Aspekt in dem Spiel ist ganz schick, muss ich sagen. Immer so ein bisschen selbst erkunden, ein bisschen was rausfinden, ein bisschen Leute befragen und so. Das gefällt mir schon immer ganz gut. Hebt es immer so ein bisschen ab. Sag ja mal, so Final Fantasy ist ja unglaublich cineastisch aufgezogen. Hat auch was, natürlich, ganz klar. Hat definitiv seine Fans, eigentlich sogar eher Fans, aber... Ja, manchmal hat dieses ruhige Erzählen auch was, muss ich sagen. So halt, erkunde und erfahre, ne? Was haben wir hier? Ein ziemlich beeindruckendes Bett. Da hinten geht's irgendwie nach oben, ne? Nee, nicht. Da sind nur Statuen, das sah jetzt nur so aus. Interessant, ich wette, dieser Raum hat noch irgendeine Funktion. Was ist an den Fackeln? Gibt's da vielleicht irgendwas? Die wir mal ausprobieren, ne? Nope. Wäre jetzt nur so eine Vermutung gewesen, dass da was sein könnte. Ja, dann müssen wir irgendwie Antworten finden, ne? Ich meine, die Bücher waren schon mal interessant, keine Frage. Aber gehen wir mal raus. Auf zur nächsten Ortschaft, ne? Hier werden wir jedenfalls zunächst mal nicht so wirklich fündig werden. Vielleicht ist es ja auch erst... Oh! Hier ist verschlossen, okay. Vielleicht ist es auch erst in der Gegenwart wirklich wichtig, dieser Tempel. Wer weiß. Kann natürlich alles sein, ne? Das gilt es rauszufinden. Ganz klar. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach wieder. Genug gesehen. Wirkung der Schutzaura lässt nach, okay. Also, achso, wir hatten schon einen aktiv, deswegen, okay. Ja, dann mache ich gleich wieder einen an. Wir wollen vielleicht gar nicht so viele Erfahrungspunkte eben sammeln. Wie gesagt, damit ich die Shop-Levels eben... hochhauen kann, damit wir möglichst schnell, also, den Cap nicht erreichen, den nächsten oder so. Das ist mir halt irgendwo wichtig. Was haben wir eigentlich da drüben? Das sieht ja auch interessant aus hier. Eine Art Oase oder so? Ufer des Nihil. Okay. Einfach nur... sanftes Flussrauschen. Angenehm. Aber das war's auch schon. Na gut, also gibt's auch hier nichts Besonderes. Ich könnte mir vorstellen, dass da oben wieder eine Kiste ist. Und die Kamera dürfte ruhig mal wieder sich ändern, danke. Ich hasse das, wenn die Richtung Vogelperspektive geht. Ganz im Ernst. Ich verstehe diesen Switch immer nicht. Eieiei. Hier gibt's auch mal so ein bisschen Palmengewächse, finde ich ganz nett. Schade, keine Kiste in Sicht. Oh, nein, Schutzaura. Aber sowas von, ja. Hält aber nicht besonders lang. Es ist so heiß hier draußen, ich bin jetzt schon erschöpft. Und Chris, willst du mir nicht anbieten, meine Sachen zu tragen?
Tja, das würde die Höflichkeit ja gebühren in manchen Fällen. Aber du bist eine Abenteurerin. Aha. Als Abenteurerin muss man auch was auf dem Kasten haben, stärketechnisch, ne? Da müssen alle mit anpacken, so ist das. Wärst du keine Abenteurerin geworden. Und du bist auch keine Prinzessin. Diesmal war der Prinz, ja? Also, keine extra Anforderungen, tut mir leid. Na, ja, dann eben ohne Schutzaura. Auch wenn hier alles voller Gegner ist, aber das kriegt man schon hin. Schaut euch an, was das mit dem Spawn ausmacht. Richtig krass, ey. Da habe ich doch meine Schutzaura ganz gerne an. Oh, was ist das für ein Dorf hier? Sieht ein bisschen verkümmert aus. Wow. Wow. Dieser Spawn, ne? Haha, du kommst hier nicht rein. Warum greife ich eigentlich nur an? Ich könnte auch geile Fähigkeiten benutzen. Was um einiges effizienter wäre, ist aber auch egal. Oh, cool. Yay, Zung-Fu-Meister für den Monsterpark. Okay. Na, was haben wir denn hier? Halt, wer ist da? Es wird doch gewiss kein Monster sich herwagen. Seid ihr also Besucher aus der Ferne? Ja. Der Grund eurer Anwesenheit hier ist leider nicht von Belang. Es kommt im Moment nicht in Frage, fremden Einlass ins Dorf zu gewähren. Bitte geht nun und zwar zügig. Was hat der denn? Mensch, was soll ich denn jetzt tun? Ja, du könntest ruhig was zur Situation beitragen, Mensch. Hä, es ist so heiß hier draußen. Mimi. Ja, ja, Maribel. Was sollen wir tun? Sag's mir, Maribel. Sag's mir. Egal. Oh Mann, ey. Was macht man denn jetzt, ne? Jetzt bin ich ein klein wenig verwirrt. Es gibt einen Wüstenpalast. Da bin ich jetzt erstmal nicht reingekommen. Ha. Und das Dorf, da komme ich auch nicht so einfach rein. Das ist irgendwie doof. Hier muss es doch noch irgendwas anderes geben, ha? Irgendeinen Anhaltspunkt oder so. Alles einfach nur so leer. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Oh, jetzt sind da wieder solche Dinger. Ist ja echt nichts. Also das ist ja nie hier. Bestimmt gibt es hier in der Gegenwart mal eine Brücke oder so. Das würde sich hier anbieten. Glaube ich. Aber wir sind nun mal in der Vergangenheit und hier ist nichts. Und ein Floß oder sowas haben wir auch nicht, ne? Komisch. Ist das ein Fluss? Aber das ist ja riesig. Ich dachte, es wäre das Meer. Ui, so einen großen Fluss habe ich noch nie gesehen. Ja. Ja, die sagen auch nur das Gleiche. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber ich würde sagen, das ergründen wir beim nächsten Part genauer, dieses Mysterium. Wo sind wir denn jetzt gelandet, ha? In der Wüste ist auf jeden Fall mal was Neues, das ist schön. Ein netter kleiner Szenarienwechsel. Hey, ich hoffe, es gibt irgendwann auch ein Schneegebiet, das wäre auch voll cool. Aber mal sehen. Auf jeden Fall, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Leute. Und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 7.